Ja, stimme ich absolut zu. Jetzt bin ich schon dauernd am Zehner. Ein für mich nicht nur politisches, sondern wirklich auch höchstpersönliches Anliegen. Also Hass und also vor allem gegen Frauen im digitalen Raum und damit das Verdrängen auch von Frauen oder Menschen, die ihre Meinung halt frei sagen, aus dem digitalen Raum. Das ist auch eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Jetzt kann man halt privat klagen, das tue ich in mittlerweile über 40 Fällen. Prozesskostenrisiko in jedem Verfahren mehrere tausend Euro. Privatanklage, das kann sich eine Caritas-Mitarbeiterin nicht leisten, wird sie nicht tun. Deswegen braucht es hier eine neue Deliktsform, ein Ermächtigungsdelikt. Der Staat verfolgt, wenn die betreffenden Personen das wollen. Und das halte ich für wirklich relevant.